Na, da haben sich ja zwei gefunden. Die Ex-GNTM-Juroren Rolf Scheider und Thomas Rath scheinen bei der Vorstellung des neuen Lamberts-Kalenders in Berlin auf einer Wellenlänge zu sein. Ob sie wohl über Germany's Next Topmodel reden? Beide sind sich zumindest einig, dass die Castingshow nicht mehr unbedingt hält, was sie verspricht. Da muss mal wieder ein bisschen mehr Energie reinkommen. Alle von der Unterhaltung und die Fernsehsender in erster Linie leben von der Unterhaltung. Ein wirkliches Model wird auf gar keinen Fall dabei wirklich rauskommen. Es hat noch nie jemand es international auf die Laufstege geschafft. Das wird es auch nie werden. Tatsächlich wurde es in der Vergangenheit um die Topmodel-Gewinnerin immer ruhiger. Kein Wunder, findet Designer Thomas Rath, der seine Kollektionen in den Modemetropolen der Welt vorstellt. Und das Problem ist, wenn du bei Germany's Next Topmodel natürlich mitgemacht hast, dann ist das fast für die Models eher auch im internationalen Business ein bisschen hinderlich, weil keiner möchte, dass du in einem Casting-Format mitgemacht hast. Für Ex-Führer Rolf Scheider geht es bei Germany's Next Topmodel dagegen sowieso nicht primär um eine Karrierechance, sondern um Unterhaltung. Doch in den letzten Jahren hat die Show seiner Meinung nach genau da abgebaut. Also die letzte Staffel fand ich ein bisschen langweilig. Ich sag, Kracher müssen da in die Sendung, weißt du, wie Gina Lisa. Normale Job, ein Model, wen interessiert das? Aber wir müssen Unterhaltung haben, es müssen Kracher dabei sein. Anfang des neuen Jahres startet die 10. Germany's Next Topmodel Staffel. Vielleicht hat Heidi Klum ja noch Gelegenheit, die Kritik ihrer ehemaligen Juroren aufzugreifen.